speakers, Joseph and Ilya, who will be talking about how bootloaders are broken and how to... In diesem Talk geht es darum, wie Bootloader kaputt gemacht werden, beziehungsweise wie man sie knacken kann. Also jetzt eine herzliche Runde Applaus für Ilya von Spundel und Joseph Tartaro, beide von IOactive. Hello, does this sound okay? Okay, cool. Willkommen zu Boot to Root, also wie man Bootloader kaputt macht mit Beispielen. Ich bin Josef Tartaro und mache Dinge kaputt für IOactive. Und das ist mein zweites Mal auf dem Kongress und ich freue mich wirklich wieder hier zu sein. Hi, ich bin Ilya. Das ist schon mein 18. oder 19. Kongress und ich freue mich natürlich auch wieder hier zu sein. Ich habe schon einige Male hier geredet und ich freue mich sehr, zusammen mit Joseph jetzt diesen Talk zu machen. Und wir haben so mal schon mal beim letzten Kongress über Bootloader geredet. Und jetzt wollen wir euch mal ein Update geben, was wir so gesehen haben und was wir erreicht haben. Also als Publikum stellen wir uns vor, die üblichen Embedded System Entwickler, dann einfach generell Leute, die sich für IT-Sicherheit interessieren, besonders bei Embedded Systemen, und Leute, die sich generell halt für Sicherheit interessieren. Und viele unserer Folien sind einfach ein Haufen Source Code. Das heißt, wenn ihr euch nicht vorstellen könnt, eine Stunde das Quellcode anzugucken, dann solltet ihr vielleicht wieder rausgehen. Das ist nicht unbedingt euer Talk. Es ist jetzt nicht besonders flashy. Wir wollen nicht irgendwie zeigen, schaut her, das sind all die Fehler, die wir gefunden haben. Das ist jetzt auch nicht die, wir wollen auch nicht über Threat-Vektoren reden, beziehungsweise Angriffe, die wir glauben, dass erfolgreich sind. Das sind eher Beispiele von Sachen, wo wir sagen, da schaut keiner hin und das sollte man vielleicht auch mal anfangen, drauf zu schauen. Also das ist unser Programm, was wir heute durchgehen wollen. Die Frage ist, wofür braucht man eigentlich Bootloader, warum sind sie wichtig? Was sind Features, die sie haben? Was ist die Angriffsfläche, die sie bieten? Und das ist jetzt eine relativ breite Interpretation von dem, was man an Bootloader versteht. Das heißt bei uns alles, was im Prinzip in der Bootkette drin ist. Wenn du damit keine Erfahrungen damit hast oder wenn ihr euch das vorstellen könnt aus der Betriebssystemsicht, dass es die normale Welt gibt, die in die sichere Welt guckt, dann müsst ihr euch diese Sprünge angucken, die ein Angreifer benutzen kann, um an sichere Daten ranzukommen. Und warum? Ja, Bootloader sind halt einfach kritisch in der Sicherheit von Geräten. Es ist meistens die Quelle für die Sicherheit bei der Chain of Trust. Und man muss extrem, die Entwickler sind meistens relativ schlecht darin, das abzusichern und die Oberfläche für die Angriffe klein zu halten. Und die zum Beispiel haben viele von denen einen Netzwerk-Stack, den man eigentlich gar nicht braucht. Dateisysteme, die man eigentlich nicht erwarten würde, die keinen Sinn machen. Eigentlich würde es alles Sinn machen, das rauszunehmen, damit man weniger Angriffsfläche hat, aber das machen sie halt nicht. Und die vergessen total, dass man auch Reverse Engineering betreiben kann. Die haben überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es irgendwie Leute gibt, die Böses im Sinne haben bei sowas. Und die Geschichte hinter diesem Vortrag ist, dass wir ein Baseball-Spiel angeguckt haben mit jemandem und ich ihm das Spiel nahebringen wollte. Und dann habe ich mein Handy rausgezogen und habe 10 Minuten irgendwie 10 Bugs gefunden, die irgendwie dabei kamen beim Booten. Und dann haben wir gesagt, okay, vielleicht sollten wir uns das mal genauer anschauen. Und das war dann dann haben wir auch noch eine Inspiration gehabt durch einen früheren Vortrag von Ilya, da hat er sich mit verschiedenen BSDs angeschaut. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht schauen wir uns einfach mal verschiedene Bootloader an. Und wie immer, wir wollen natürlich auch den Leuten danken, die sich da schon vorher drüber Gedanken gemacht haben. Wir sind natürlich nicht die Ersten, die sich das angeschaut haben. Das ist die Liste der Leute, die vorher schon mal was gemacht haben und die uns inspiriert haben. Und wenn ihr euch dafür interessiert, dann schlagen wir euch vor, dass ihr euch das anschaut, was diese Leute gemacht haben und was sie so geschrieben haben. Viele von denen haben ein Paper rausgegeben, haben irgendwie Vorträge gemacht. So, die Frage ist, wo sind denn Bootloader? Und die Antwort ist einfach überall. Also, ob es jetzt dein Desktop ist, deine Spielkonsole, dein Server, alles, dein Handy.
Und die Sicherheit hängt ganz kritisch von diesen Bootloadern ab, weil sie so weit vorne in der Kette sind und man damit alles machen kann. Und was wollen wir uns damit befassen? Was gibt es denn für häufige, gängige Bootloader? Obviously U-Boot, Coreboot, Grub, CBOS, CFE ist nicht besonders bekannt, IPXE ist eine ganze Familie von Technologien. Und was wir haben nur Sachen angeschaut, die auch auf GitHub sind, wo wir in der realen Welt ist es so, dass die Geräte, die sowas einsetzen, das nicht einfach unverändert benutzen, sondern sehr stark verändert sind und die haben eigene Treiber, eigene Patches. Und wir wollen nicht irgendwie bewerten, wie häufig die Fehler sind und wie wahrscheinlich es ist, dass man sie ausnutzen kann, aber das ist nicht der Sinn unseres Vortrags. Wir wollen einfach nur den Leuten zeigen, wir wollen den Entwicklern aufzeigen, wo sie sich darüber Gedanken machen sollten und über Features, über die sie sich Gedanken machen sollten. Also U-Boot. Das ist ein sehr weit verbreiteter Bootloader, gibt es auch sehr vielen verschiedenen Geräten, sehr anpassbare Konfigurationen für ganz viele verschiedene Boards und es gibt dann noch Umgebungsvariablen, es gibt eine sehr mächtige Shell und es gibt tatsächlich dann sogar Probleme mit Shell-Injection-Angriffen. Also einfach viele Treiber für viele Geräte und das heißt, das ist erstmal eine sehr gute Basis, um nach Lücken zu suchen. Welche Features hat U-Boot so? Einmal der Netzwerkstack, der verschiedene Protokolle parsen kann, Dateisysteme und U-Boot lädt auch die Images für die nächste Bootstufe aus ganz vielen verschiedenen Quellen und das ist vor allem in vielen Embedded-Geräten verbreitet. Coreboot, ich entschuldige mich hier schon vorab, das ist jetzt alles ein bisschen trocken, aber es wird später nützlich. Coreboot richtet sich eher an modernere Betriebssysteme. Es gibt keinen Legacy BIOS und sie haben im Prinzip eine Methode, die die anderen nicht so zur Anwendung bringen, nämlich, dass sie sehr wenig Features implementieren und das funktioniert dann so, dass man von Coreboot aus lieber einen weiteren Bootloader lädt. Also Coreboot selber baut nicht so viel ein. Das wird zum Beispiel in Chromebooks benutzt. Viele interessante Teile in Coreboot kommen auch von Google und enthält dann auch SMM-Modus. Da gibt es noch Grub. Ich denke, das kennen die meisten hier. Worum es uns hier primär geht, ist die Multiboot-Spezifikation. Grub unterstützt sehr viele Dateisysteme, also das ist die Hauptangriffsfläche. Aber der interessante Teil hier ist, dass es auch UEFI-signierte Versionen von Grub gibt und das ist wichtig für Secure Boot, wo Grub auch verwendet wird. Und das heißt, wenn wir hier eine Sicherheitslücke finden, dann kann man das eben auch in einem Secure-Boot-System zur Anwendung bringen. Und dann gibt es noch CBIOS, das ist das Standard-BIOS für CoreEMU und KVM. Das unterstützt die ganzen BIOS-Aufrufe, die dann auch von Coreboot und so weiter verwendet werden, oder die verwendet werden, um Coreboot zu laden. Es hat Trusted Platform Module Support, und kann dann noch weitere Layer aufrufen. Dann gibt es noch CFE, das wird in vielen Netzwerkgeräten verwendet und eine der offensichtlichen Angriffsflächen sind hier dann der Netzwerkstack. IPXE ist auch wieder sehr netzwerkbasiert, Protokollparsing und es gibt hier auch eine UEFI-signierte Version und das ist dann auch wieder interessant hinsichtlich Secure Boot. Und dann noch Theano Core. Hier muss man jetzt wirklich nicht viel erklären. Es gab hier sehr viele Präsentationen zu in den letzten 15 Jahren, in denen Leute das komplett auseinandergenommen haben. Und Theano Core wurde wirklich schon sehr viel auditiert. Und man kann hier schon davon ausgehen, dass Theano Core besser ist als vieles andere da draußen. Und es gibt dann nochmal viele Implementierungen, die auf Theano Core selber aufbauen, zum Beispiel Qualcomm's ABL oder XBL. Also es gibt quasi die Basis, Theano Core Codebasis, und dann gibt es dann noch sehr viel Plattformspezifisches obendrauf. Und dann gibt es noch verwandt mit Bootloadern, sowas wie TrustZone. Da sollten wir vielleicht jetzt mal kurz erwähnen,
dass es grundsätzlich ein bisschen interessanten Split gibt zwischen normaler Welt und Secure World, also sicherer Welt gibt, und diese Übergänge dazwischen, und die dann genutzt werden, um an bestimmte Geheimnisse ranzukommen. Und aus Sicht des Host-Betriebssystems, ja, ist das zum Beispiel interessant, weil man NVRAM und so weiter bearbeiten kann. Und das bedeutet, dass wenn wir rebooten, dann der Bootloader diese Variablen wieder ausliest, die wir gerade zugeschrieben haben. Ja, hier ist nochmal eine Linkliste zu Einstiegsdokumentation, wie man die Software baut, wo man sie herbekommen kann. So, hier das Konzept von Secure Boot. Man hat seine Vertrauenskiste, dann hat man verschiedene Loader, die die nächste Stufe dann verifizieren. Dann hat man TPM Involvement. Dann hat man noch NVRAM, was Bootkonfigurationen setzt. Das Bootrom selber ist etwas, was ihr wahrscheinlich vorher schon mal gesehen habt. Es ist sehr wichtig, weil es nicht gepatcht werden kann. Das heißt, es braucht eine neue Hardware-Version, wenn Schwachstellen gefunden werden. Und es ist so früh, dass es alles komprimieren würde. Es ist sehr grundlegend. Es initialisiert Hardware, Speicher. Man findet zum Beispiel Implementierungen von Fastboot oder USB-Stacks. Und dann verifiziert es die Signatur von der nächsten Stufe. Und dann kommt die nächste Stufe. Das ist die Initialisierung des vom Rest, also Netzwerkstack. Und dann kommt man zu Sachen wie Trusted Boot oder Measure Boot und dann eine Verifikation und eine Messung und Logging. Und das ist, mindert nichts, sondern es notifiziert nur. Einige Hardware-Umgebungen sind ein bisschen unterschiedlich. Es gibt von ARM TrustZone, dann gibt es von Windows noch VTL1 und 0 und Hypervisor-Sachen. Und irgendwann wird dann das Betriebssystem geladen und der Betriebssystem-Kernel wird dann geladen und verifiziert und fängt dann an zu laufen. Frühe Beobachtungen, alles, was wir uns angeschaut haben, was Open Source ist, da gibt es keine Separation von Privilegien. Wenn man eine Komponente kompromittiert hat, dann hat man alles kompromittiert. Einige kompromittierte Bootloader, wie zum Beispiel von Apple, die machen ein bisschen Privilegien-Separierung. Und das heißt, wenn man nur ein Modul kompromittiert, dann macht man das nicht mit allem. Na, wir haben das uns nicht genau angeschaut. Das ist die Liste der Angriffsvektoren, oder die Leute interessieren sollten. Es gibt NVRAM, Dateisysteme, Netzwerkstacks, Protokollstacks, verschiedene Busse, SMM, DMA und Hardware-Sachen. Das Interessante an Bussen ist, dass Embedded Designer, dass sie im Embedded Designer allen Sachen vertrauen, die die End-User nicht benutzen. Das heißt, USB wird nicht vertraut, aber weiter hinten nichts mehr. Das heißt zum Beispiel, dem TPM wird einfach vertraut. NVRAM, das sind die verschiedenen Umgebungsvariablen, die konfiguriert werden können für den nächsten Boot-Zyklus. Und das ist grundsätzlich User-Datenverarbeitung. Wenn man sich hier einige Bootloader anschaut, sind das hier die interessanten Funktionen.
Und U-Boot verwendet man environment-get und dann sieht man, wie die eine Umgebungsvariable nehmen und schaut, was sie damit tun. Das hier ist ein Beispiel. Da ist ein environment-get für Boot VCI und dann prüft es, ob das existiert und dann wird das die Länge checken und dann in eine Variable schreiben, ohne zu checken, ob das überhaupt reinpasst. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir das vielleicht ausnutzen sollten und haben damit rumgespielt. Und dann hat das merkwürdige Pakete gesendet, ein paar merkwürdige BootP-Sachen und dann gibt es irgendwie vier rohe Pakete. Aber es war nicht sehr realistisch. Hat begonnen, in die QEMU-Netzwerkstack zu gehen. Das heißt, wir haben das eher vermieden. Aber es ist sehr einfach, in diese Sachen reinzuschauen und Exploitations anzuschauen. Aber es gibt keine Minderungen oder so. Wie man sieht, gibt es hier so ein gewisses Pattern. Also wir haben hier 128 char Buffer und es passiert immer das Gleiche. Es ist genau das, worüber wir geredet haben. Der Code ist einfach nicht besonders gut, es gibt keine Checks. Das ist der witzigste, den wir gefunden haben. Hier geht es um BootP, WCI-Stuff-Zeug. Jetzt haben wir überlegt, jetzt lassen uns aber noch einen anderen Bug gefunden und dann haben wir gesagt, okay, vielleicht wollen wir einfach einen anderen Stack Smash noch finden und das ist einfach das perfekte Beispiel dafür. Also wenn ich hier die Variable hole, dann holen wir uns einfach das erste Element von der Variable und dann wird es nur kopiert. Sofort da. Immer wieder dasselbe. Ja, hier nur noch ein schnelles Beispiel. Das wollen wir jetzt einfach mal vorführen. Hier. Das Angriffsszenario hier ist, ihr habt ein Gerät, das hat NVRAM, das könnt ihr physisch verändern, ihr habt Zugriff drauf. Und hier ist jetzt das Beispiel NVRAM, das man da sieht. Und dann haben wir einfach 200 Byte draufgeschmissen. Und dann haben wir eine Funktion aufgerufen, wo die Adresse da war. Das hier machen wir jetzt mit dem JFFS2-Dateisystem. Also müssen wir hier FSLoad machen. Und fertig. Mehr ist es nicht. Sorry, I can't see. Natürlich, wenn ihr das noch nie angeschaut habt, macht Spaß, sich das mal anzuschauen, solltet ihr mal probieren. Warum nicht? Okay. Also, das war jetzt die NVRAM-Angriffsfläche, die wir hatten, was natürlich Spaß macht, rumzuspielen, aber wenn es um Angriffsflächen geht, die einen interessieren. Wie Joe sagt, ist es relativ einfach, das hier zu übersehen, und weil da so viele String-Kopier-Funktionen vorkommen und es macht einen Haufen Spaß, aber es gibt nicht nur NVRAM und es gibt noch viele andere Angriffsflächen in so einer vertrauenswürdigen Boot-Umgebung. Und witzig interessant sind natürlich Dateisysteme. Zum Booten braucht man das einfach, ohne geht's kaum. Und man kann alles Mögliche damit anstellen. Und oft sind die Dateisysteme selbst weder überprüft auf die Signatur oder auf Integrität. Das ist eine wunderbare Angriffsfläche, einfach weil man da als User auch einfach rankommt. Relativ häufig ist das FAT-Dateisystem, wenn deine Bootumgebung das unterstützt, dann, also dass man einen USB-Stick zum Booten benutzt, dann wird FAT vorhanden sein. Und je nachdem, welches es ist, hat man entweder ein proprietäres Format oder das X2 oder. Aber natürlich sind die Dateisystem-Parser die besten, die man sich anschauen kann. Und natürlich leben Dateien in dem Dateisystem, das ist ja der Zweck. Und je nachdem, wie die Umgebung aussieht, aber
Manche von den Dateien werden wahrscheinlich integritätsüberprüft, aber viele werden es wahrscheinlich nicht sein. Und viele von den Dateiparsern sind deswegen auch interessant. Also wenn man ein Produkt baut mit sowas, sollte man direkt, rate ich euch dringend, dass ihr das irgendwie fasst, damit ihr Fehler findet. Aber wir wollen jetzt einfach mal ein paar Beispiele zeigen von Fehlern, die wir gefunden haben in verschiedenen Bootloadern. Wir fangen mit X2 an, dann gehen wir über Stack Smash-Attacken und die anderen sind einfach Beispiele, wo auch Fehler sein können, die aber nicht angeschaut haben. Das ist jetzt die Grub X2-Implementierung. Das ist jetzt der Symlink-Code. Also es schaut über das Dateisystem, findet einen Symlink und dann geht es darum, wie muss ich das parsen. Dann sagt es, okay, ich bin ein Symlink, was mache ich damit? Dann sagt Grub, oh, ich werde jetzt mal die Größe, die du mir sagst, allokieren im Speicher und noch eins drauf machen. Und das ist ein klassischer Stack-Overflow, den wir hier machen können. Also wenn man zum Beispiel 0 nimmt oder minus 1, dann kriegt man einen Pointer auf eine Nullgröße. Und dann liest er sogar den Dateisystem-Content an der Stelle aus. Und dann habt ihr natürlich sofort Speicherkorruption geschafft. Und das kann man sofort ausnutzen, weil wenn es auf der Datei ist, dann würde es aufhören zu lesen. Wenn du sagst, wenn du 4 Gigabyte lesen willst, dann würde es nur das so weit lesen, wie du brauchst. Und das ist das Ideale, um eine Speicherkorruption hinzukriegen. Also das hier ist der Bitmap Splash Screen Parser von Tianoko. Und das ist relativ einfaches Format. Am Ende ist es eine 4-Bit-Bitmap und es gibt einem eine Palette von 4x4, also 16 Bytes, so eine Farben. Und wenn man eine 4-Bit-Palette hat, dann wird er auch nur das lesen können. Aber du sagst ihm, wie groß die Palette ist. Und wenn du jetzt, ich weiß, du erwartest eine 16-Byte-Palette, aber ich gebe dir eine 256-Byte-Palette. Und dann liest er das in einen 16-Byte-Buffer. Und das ist natürlich total kaputt. Weil, ja, im Prinzip ist das genau das gleiche Problem. Und das ist jetzt nur die Spitze des Eisbergs. Da gibt es noch ganz viele, viele mehr. Es ist wirklich, hat wirklich nicht lange gedauert, das zu finden. Aber lass uns einfach mal weitergehen. Natürlich, nachdem wir jetzt lokales Zeug, physikalisches Zeug angeschaut haben, was ist mit Remote Vulnerabilities, also Entfernungen, Sachen, die man remote ausnutzen kann. Und natürlich, moderne Systeme brauchen auch einen TCP/IP-Stack, um mit dem Netzwerk zu reden. Und da gibt es ganz viele Services, die auch veröffentlicht sind, also zum Beispiel Booten mit BootP und DHCP, DNS natürlich, Netzwerkdateisysteme wie iSCSI und NFS. Dann wollen wir wahrscheinlich IPsec, um irgendwie Tunnel aufzubauen. Dann braucht man HTTPS und TFTP zum Booten. Und natürlich, wenig überraschend, da gibt es Code für. Und dann fragst du dich, okay, was ist denn der Angriffsvektor hier? Und bei TCP/IP, wenn du versuchst, was auf dem Stack abzulegen, dann viel Glück, weil du wirst es kaputt machen. Aber wenn man sich jetzt einfach mal zurücksimmt und überlegt, was man will, also was man sich anschauen kann, was alles bei TCP/IP-Parsing kaputt gehen kann. Also da gibt es viele Schleifen und so. Und ja, wenn man dann die Protokolle anschaut, die da oben drauf aufbauen, wie DHCP und DNS, da gibt es natürlich die Standard-Netzwerk-Attacken, die man ausnutzen kann, zum Beispiel Leaf-Stealing oder Cache-Poisoning. Also wenn man sich da nicht, oder wenn man sich vor IDs nicht schützt, also wenn man Statische-IDs verwendet oder IDs nicht validiert oder so, dann kann man solche Poisoning, Stealing oder Man-in-the-Middle-Attacken machen. Und was wir natürlich auch immer gerne sehen, sind Speicherkorruptionsbugs. Also wenn man Netzwerkdaten annimmt, die dann passt und das falsch macht, dann korrumpiert man den Speicher. Eine andere Sorte von Bugs, die man häufig übersieht, sind Informationslecks. Also das manifestiert sich halt in verschiedenen Art und Weisen. Zum Beispiel bei Heartbleed ist ein gutes Beispiel. Da war es auch ein ganz einfaches Primitiv. Also grundsätzlich geht es so, dass man ein Paket generiert, darauf wird dann geantwortet. Und wenn man zum Beispiel dann uninitialisierte Daten in der Antwort sendet, dann hat man einen Informationsleck. Also sowas sieht man recht häufig. Und ja, wenn ihr eben nach solchen Bugs sucht,
zum Beispiel in Boot Environments oder wenn ihr ein Produkt in der Richtung baut, dann kann ich nur nochmal empfehlen, das zu fuzzen. Es gibt da einige spezialisierte Netzwerkfuzzer. Es gibt da zum Beispiel ISIC, das ist schon ziemlich alt, aber es ist ziemlich effektiv. Und es tendiert dazu, tatsächlich Fehler in nahezu jedem Netzwerkstack zu finden. Hier ist zum Beispiel jetzt ein Beispiel in U-Boot. Das ist der U-Boot-DNS-Code. Und TID ist hier die DNS-ID. Und sie nutzen tatsächlich die DNS-ID 1 statisch für jedes DNS-Paket, das sie raussenden. Das heißt, wenn man hier eine U-Boot-Umgebung einfach man in the middle möchte, dann weiß man die DNS-ID einfach schon und man ist einfach immer korrekt. Also ist ziemlich einfach. Das hier ist Coffee von Broadcom. Das ist der DHCP-Parser von denen. Und das hat hier diesen sogenannten Junk-Stack-Puffer. Und hier wird dann zum Beispiel die Länge aus diesem Puffer gelesen und hier kann man dann zum Beispiel 0-Octal 255 lesen und ja, dann haben wir hier schon die Stack-Korruption. Und ja, wenn also der DHCP-Coffee-Parser ist ziemlich ähnlich und der TFTP-Parser genauso, es hat auch wieder hier so einen Puffer. Und der wird benutzt, um den RX-Puffer da rein zu kopieren. Und hier können dann, hier kann auch wieder Memory Cap schon austreten, weil wir mehr Bytes da rein kopieren, als Platz im Buffer ist. Also, das ist natürlich auch wieder total schicker Code. Hier ist der Coffee ICMP-Händler. Und das hier ist ein Use of the Free oder Double Free Bug. Es sendet einen Ping und ihr seht dann hier die Schleife, in der es Pakete annimmt, bis es das Richtige findet. Aber weil es eben eine Schleife mit einem Timeout ist, hat es dann immerhin noch diese Timeout-Abbruchbedingungen. Und es kann aber auch passieren, dass wenn es dann gleichzeitig auch timeoutet mit irgendwas, dann kann das Datum zweimal freigegeben werden. So, dann ist hier noch der IP-Händler im Coffee Bootloader. Wenn, ja, ich denke mal, die meisten von euch haben sowas schon mal gesehen, dann hat er ja die Header-Länge und die komplette Länge. Und Coffee muss das natürlich wissen, aber keines von den beiden Feldern wird validiert. Und das heißt, wenn man anfängt, ja, daran rumzuspielen, dann geht Coffee sehr schnell kaputt. Also, das war die Übersicht zu den relativ trivialen TCP-Bugs, die man so in den typischen Bootloadern findet. Aber stellen wir uns mal vor, wir haben uns darum gekümmert. Und was kann denn jetzt noch so schief gehen? Wo machen wir auch noch Netzwerk? Und da kommt dann natürlich WLAN in den Kopf. 802.11. Also ich weiß nicht, ob das jetzt also viele von den Bootloadern haben das Feature noch gar nicht, aber ich gehe davon aus, dass die meisten Bootloader es irgendwann bekommen werden und dabei werden wir natürlich auch wieder Bugs bauen. Was ich hierbei aber erwähnen möchte, ist, dass wenn wir uns das Frame-Parsing von 802.11 anschauen, dann hängt das so ein bisschen von dem physischen Interface, also dem Radio, ab. Also es hängt so ein bisschen davon. Also die Validierung ist abhängig davon, welches Radio-Modell wir haben. Also nicht jedes Radio-Modell validiert die Frames gleichmäßig. Und das heißt, wenn sich der Code jetzt auf ein bestimmtes Validierungsverfahren in einem Modell verlässt, dann funktioniert es vielleicht nicht mehr in einem anderen. Und das ist dann die Angriffsfläche. Dann haben wir uns zum Beispiel der iPixie angeschaut und natürlich, sobald man irgendwas mit WLAN macht, dann sucht man nach einer SSID. Und ja, es hat dann hier eben diesen Puffer für die maximale Länge einer SSID, 255 Byte plus 1. Und es geht dann hier eben durch die IDs durch, die es sieht. Und wenn es die ID, wenn es eben das IE findet, dann kopiert es diese SSID aus dem IE raus in diesen Puffer und verursacht ja auch wieder Memory Corruption, weil hier auch wieder die Größen nicht übereinstimmen. Okay, so das nächste ist Bluetooth. Joe und ich haben
uns ein paar proprietäre Bootloader angeschaut, die Bluetooth-Support haben, aber leider können wir über diese Bugs nicht reden, weil wir unter NDS stehen. Wir haben Open-Source-Äquivalente gesucht, deswegen können wir keine Beispiele nennen von Bluetooth-Bugs in Open-Source-Bootloadern. Aber ich möchte allgemein darüber reden, was wir gesehen haben oder wo wahrscheinlich Bugs sein werden, wenn jemand das in Bootloader macht. Wenn man Bluetooth in einem Bootloader macht, dann ist das wahrscheinlich HID, also Maus oder Tastatur. Aber im Allgemeinen, wenn man sich den Bluetooth-Stack anschaut oder wenn man sich nach Parsing-Bugs sucht, dann gibt es drei wiederkehrende Themen oder Muster, die wir gesehen haben in den Bluetooth-Stacks, die es gibt. Und das ist, wenn man sich die unteren Layer anschaut. Das ist meistens, hat was mit Frames oder mit Framelängen zu tun oder zum Beispiel sehr großen Frames. Ein Frame kann bis zu 65.000 Bytes lang sein. Und wenn man sehr große Frames erzeugt, also fast zum Maximal, dann bricht man die. Oder wenn man sehr kurze Frames erzeugt oder kürzer als einige Sachen erwarten. Und dann gibt es noch Spaß mit Fragmentierung. Und gibt es sehr kurz. Und wenn man dann mit Fragmentierung rumspielt, dann sind mehrere Bluetooth-Stacks kaputt gegangen. Ich wünschte, ich könnte das euch zeigen, oder? Ich konnte leider keine in den Open-Source-Bootloadern finden. Okay, gehen wir weiter zu USB. Das ist eine sehr häufige Attack-Surface. Wenn ihr die Attacken der letzten Wochen gelesen habt, dann ist es an ein paar Geräten aufgetaucht. Zumindest bis letztens war das sehr wenig berichtet. Jedes Mal, wenn ich einen Bootloader anschaue, dann ist das erste NVRAM und das zweite ist USB. Und USB ist interessant, weil viele Bootloader USB unterstützen, weil sie es benutzen ist für Storage und Internet-Dongles, aber eigentlich für Storage. Oder dann macht man zum Beispiel so eine Art Recovery-Boot von USB. Wenn man sich anschaut, wie USB funktioniert auf sehr, sehr weit unten, dann ist es eher nicht wie PCI, sondern paketbasiert. Das heißt, wenn ein Gerät mit einem Host redet, dann wird das Gerät nach einem Descriptor gefragt. Und diese Descriptoren sagen Dinge über das Gerät. Und abhängig von der Menge der Descriptoren und den Antworten, dann kann der Host herausfinden, was für eine Art Gerät du bist und welche Geräteklasse ist und was für eine Funktionalität da ist. Und viele dieser Deskriptoren werden geparst und werden falsch geparst. Und im Allgemeinen sehen wir viel Overflows oder Double Fetches. Weil Deskriptoren funktionieren so, dass es gibt eine variable Länge des Inhalts und man fragt erst nach dem Header und dann abhängig von der Länge des Headers fragt man danach. Aber das USB-Protokoll kann nicht nur den Payload holen, sondern man muss alles holen. Und das heißt, in vielen Implementierungen holt man sich den Header und tut es in den Buffer und dann holt man sich beides wieder und überschreibt dann den ursprünglichen Buffer. Das heißt, man überschreibt die originale Headerlänge. Das heißt, man kann zum Beispiel das erste Mal eine gute Länge zurückgeben und das zweite Mal das was Falsche. Und wenn der Host nicht verifiziert, dass beide Längen dieselbe sind, dann passieren schlimme Dinge. Normale Overflows passieren, weil niemand ein USB-Device vermutet. Das hier ist ein Beispiel in Grub. Das heißt, es nimmt holt einen Deskriptor. Der Deskriptor sagt, hier ist meine Konfiguration.
Und es gibt ein vordefiniertes Array mit verschiedenen Konfigurationen, die Group hat. Und das nimmt aber an, dass die Anzahl der Konfigurationen kleiner oder so groß ist wie das Array. Das heißt, wenn man statt 65 Konfigurationen übergibt, dann schreibt es 65 Konfigurationen in einen Buffer, der nur 2 unterstützt. Tiano Core hatte ähnliche Bugs. Das heißt, hier holt er sich einen Deskriptor und dann sagt er, jetzt gib mir das alles. Und dass der originale Deskriptor war ein sehr kleines Struct. Und deswegen, das würde Speicher smashen und Stack Corruption verursachen. Und das hier hat man nur den Buffer vergrößert. Und wenn man nur den Buffer 265 macht, das heißt, jede Länge, die man ihm gibt, würde da reinpassen. Okay, das hier ist ein Beispiel in CBIOS. Das hier ist das klassische Double Fetch. Das heißt, es macht den Header, macht den Alloc, dann holt es den Header wieder mit den Inhalten. Nur das verifiziert nicht, dass das gleiche ist. Das heißt, wenn das die Funktion aufgerufen wird, kann man der Länge nicht trauen. Wie gesagt, USB ist eine der wichtigsten Angriffsflächen für Secure Boot und ich möchte zwei neue Incidents sagen, wo das genutzt wurde letztens. Das hier ist NVIDIA Tegra. Das heißt, man gibt ihm eine Länge, die nicht verifiziert wird, und dann ein Memcompy und dann gibt es Speicherkorruption. Und das letztens iPhone Checkmate, das ist keine direkte Memory Corruption. Wenn man genug mit dem Zustand rumspielt, dann wird das nicht mehr synchron. Und das heißt, das gibt irgendwie ist freed, aber nicht lebendig. Okay, damit sind wir mit USB durch. Natürlich ist es so, dass es eigentlich jeder Bus, den man am Gerät hat, wenn deine Bootkette ihn nutzt, dann ist er auch ein interessanter Angriffsvektor. Also hier ist es SPI, SDO, I2C. Sogar die TPM ist interessant. Wenn keine Antwort, die man vom TPM kriegt, kann man trauen, weil wenn die jemand übernimmt, dann war es das halt. Also wenn du dein TPM nicht validiert, kannst du auch mit Memory, also mit Speicherverletzungen umgehen. CPM redet hier mit TPM, das benutzt eine Struktur und die hat weniger Platz, als man erwartet und die ziehen dann noch ein bisschen was ab von dem Strukt, von der Länge, weniger als sie erwarten und das verursacht dann einen Integer Underflow, sodass du eine Riesengröße hast. Und diese Größe gibt sie direkt zu malloc und die overflowt dann auch. Und dann kopieren sie es woanders hin und dann hat man wieder Speicherkorruption. Das ist im Prinzip ein doppelter Fehler. Einmal ist die Größe falsch und das zweite Mal ist, dass malloc noch einen internen Integer-Overflow hat. Und das ist jetzt die interne Code von malloc. Es ist ziemlich komplex und ziemlich kompliziert. Ich lasse euch das jetzt mal als Aufgabe für euch als Publikum, wo der Integer Overflow genau ist. Es ist schwer zu erkennen, weil hier viel Shifting gemacht wird, aber am Ende ist es hier drin. Naja, okay, jetzt sind wir durch. So, noch eine Angriffsfläche, die interessant ist, aber nicht so oft betrachtet wird, außer bei UEFI, ist System Management Mode. Über die letzten anderthalb Dekaden, also die letzten 15 Jahre, gab es unzählige Vorträge über
über SMM-Händler, die angegriffen wurden. Aber das ist halt viel in UEFI und viel in x86 und es war so ein Katz-Maus-Spiel, wo irgendjemand was kaputt macht und dann macht es wieder jemand kaputt ganz und dann macht es wieder kaputt und so weiter und so weiter. Und das ging jetzt, läuft jetzt im Prinzip seit 15, 16 Jahren und Leute finden immer noch Fehler, aber inzwischen ist es relativ gut, also das kriegt man nicht mehr so oft kaputt und es gibt leider immer noch so ein bisschen Third-Party-Zeug, das immer noch kaputt geht, also irgendwelche Independent-Vendors. Aber jedes Mal, wenn du deinen neuen Bootloader implementierst, dann machst du die gleichen Fehler wieder, weil du wirst es ja nicht wiederverwenden und du wirst wieder genau die gleichen Fehler machen. Das wird euch auch wieder mehrere Versuche brauchen, kosten und deswegen müsst ihr durch die ganzen Schmerzen auch wieder durch und brauchst wahrscheinlich auch 10, 15 Jahre durch. Und das ist jetzt, was Coreboot macht. Und man muss ihnen zugutehalten, dass sie Range-Checks machen, dass sie das überprüfen. Und dann hier ist einfach nur eine Nullfunktion im Prinzip. Also bringt halt einfach gar nichts. Auch wenn sie erkannt haben, dass es eigentlich möglich wäre. So. Und jetzt habe ich schon über viele Busse geredet. Das, was das für mich unterscheidet, von anderen Sachen ist, wenn man DMA macht, also direkten Speicherzugriff durch die Geräte. Sobald du DMA hast, solange es das schon gibt, dann war es das halt immer. Du hast immer irgendwie ein Problem. Also wenn du eine IOMMU hast, da gibt es verschiedene Geräte, die unterstützen, also von AMD, Intel und ARM. Dann kann man das einigermaßen regulieren und man kann das irgendwie auch handhaben, sodass es sicher ist und dann da hat man eine relativ gute Grenze für die Vertrauen, die man dem Code schenkt. Also wenn ihr ein Gerät habt, das eine IOMMU hat, dann seid ihr im Prinzip da in eurem Feld schon weit voraus, weil das ist dann relativ sicher. Natürlich gibt es verschiedene IOMMUs, vielleicht gibt es ja trotzdem noch Sachen, die man da machen kann. Intels, VTD. Also die haben verschiedene Sicherheitsfeatures und die unterscheiden sich auch in der Art und Weise, wie sie funktionieren. Aber DMA ist nicht mehr so das Problem von früher, dass in dem Moment, wo es da ist, man es sofort attackieren kann. Das heißt nicht, dass es automatisch geht, weil sobald man da irgendwie trotzdem noch einen Vektor hat, muss man sich dagegen verteidigen. Aber am Ende des Tages hat man das Hauptproblem, ist, dass die Treiber, die dafür geschrieben wurden, aus einer Zeit kommen, bevor das irgendwie ein Übergabepunkt für das Vertrauen war, also eine klar definierte Grenze dafür. Das heißt, die Treiber haben oft noch Probleme. Und das heißt, in dem Moment, wo man die IMO-MMU verwendet, muss man halt die ganzen Treiber umschreiben, sodass sie diese Grenze des Vertrauens respektieren. Und das ist halt schwierig. Und wenn man das macht und wenn man das hinkriegt, und ich gebe zu, dass das sehr schwer ist, dann hat man immer noch das Problem, dass, weil IOMMU halt eben keine Grenze ist, dann hat man immer noch ein Speicherfenster für das Gerät. Dann muss man aufpassen, dass man das immer wieder sauber macht, den Speicher vorher, weil sonst gibt man Speicher an das Gerät frei, was eigentlich einem anderen Programm gehört. Und selbst wenn man das richtig macht, dann hat man immer noch eine Abhängigkeit auf die IOMMU, weil man muss annehmen, dass die perfekt ist, sonst hat man Probleme. Und ich bin bis dahin noch nicht vorgedrungen, aber einer meiner Pläne für die Zukunft ist, dass ich mich an die IOMMU ranmache und dass ich dann irgendwie Fehler in der finde. Und ich habe sehr die Vermutung, dass da irgendwie Logikfehler sind und Side-Channel-Attacken und vielleicht sogar Hardware-Implementierungsfehler. So, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo es am Ende des Tages eine Designfrage ist und nicht einfach eine Implementierung. Also, wenn die jetzt schon IOMMUs haben und dann damit schon ihrem Feld voraus sind und sicherer, dann, wenn man in die Spezifikation guckt, dann gibt es keinen sauberen Übergabepunkt von der einen Schicht zur nächsten. Also wenn man direkt auf einen physischen Speicher gucken kann und dann wird es nicht überprüft, dann ist das ein Problem. Und ich weiß nicht, ob der nächste, wenn ich das abgebe an das Betriebssystem, ob der das sauber macht, dann kann es sein, dass das neue Betriebssystem zum Beispiel diese Grenze nicht sauber respektiert und dann ist das alles für den Arsch. Also einige Hersteller sind sich dieses Problems auch bekannt. Apple hat das zum Beispiel auch bei sich behoben. Aber eigentlich braucht es hierfür eine Spezifikation und es dauert dann einfach immer, diese Spezifikation zu schreiben, zu etablieren, zu implementieren und so weiter.
Also, so, jetzt gebe ich ja nochmal an Joe zurück. Ja, also Hardware ist jetzt nicht wirklich im Bereich, was wir hier in der Präsentation abdecken wollen, aber es wäre schon naiv, dass wir es nicht mal erwähnen würden. Deswegen gehen wir mal kurz drüber. Also, was meinen wir damit? Glitching, Seitenkanäle, all dieses Zeug. Was gibt es bei Glitching so? Zum Beispiel Fault Injections, also das Induzieren von Fehlern in den Berechnungen zum Beispiel. Das ist zum Beispiel interessant bei Signaturchecks von Code. Und ein Beispiel, das erst kürzlich bekannt wurde, war ein Angriff auf die PS4 Syscon. Diesen Blogpost könnt ihr auf jeden Fall mal anschauen, der ist sehr gut. Und so im Groben ist es im Prinzip eine Schleife, die checkt, sollten wir in Debug-Mode gehen, ja oder nein. Und man kann dann eben eine Fehlberechnung reduzieren, die dann da ein falsches Ergebnis liefert. Dann gibt es natürlich Seitenkanäle mit Timing-Diskrepanzen oder wie das mit dem Stromverbrauch aussieht oder auch im Allgemeinen spekulative Ausführungsprobleme. Im Grunde genommen geht es dabei immer darum, dass wir Geheimnisse in irgendeiner Form herausgeben, die wir eigentlich nicht herausgeben wollen. Und dann gibt es natürlich Chip-Security. Also das ist natürlich nur bei sehr mächtigen Angreifermodellen relevant. Also Angreifer, die sehr viel Equipment haben, teures Equipment, zum Beispiel den Bootraum auszulesen über optische Extraktion. Dann kann man den anfangen zu auditieren und so weiter. Also das war definitiv nicht im Bereich, was wir uns ja anschauen möchten. Aber sollte man mal drüber nachdenken. Also im Moment haben das einfach noch nicht so viele Leute, dieses Equipment. Aber ich gehe mal davon aus, dass Leute wie John Master und so weiter, die ja solches Equipment in ihrer Garage haben, das wird sich eigentlich immer nur weiter verbreiten und immer mehr Leute werden das Zugriff auf sowas haben. Es wird billiger werden und das ermöglicht dann vielleicht einer größeren Menge von Leuten den Code zu auditieren und senkt dann hier vielleicht die Hemmschwelle für diese Attacken. Also es geht dann vielleicht nur noch um 10.000 bis 15.000 Euro Investment anstatt einer Million. Ja, dann geht es noch um Code-Integrität. Das machen Leute auch sehr, sehr häufig falsch. Ist auch relativ schwer richtig zu machen. Zum Beispiel relativ schlechte oder schwache Krypto-Algorithmen. Dann gibt es so Geschichten wie Blacklisting-Probleme. Also wenn zum Beispiel Listen auf einmal voll sind, weil man zu viel geblacklistet hat. Es gibt zum Beispiel in einem signierten Grub-Binary ein Problem, dass darin die Blackliste voll war und wenn, und da kann man dann Secure Boot aushebeln, wenn man einfach etwas hat, das nicht in dieser Blackliste drin ist. So ein und das ist ein inhärentes Problem, weil wenn die Blacklisten einmal voll sind, dann kann man da nichts mehr Neues eintragen. Und dann gibt es noch solche Ansätze, die nur Teile von ausführbaren Dateien signieren und das heißt, man kann dann andere Teile noch modifizieren oder die prüfen dann vielleicht nur irgendwelche Signaturen, dass sie existieren, aber validieren sie nicht wirklich, also eigentlich wirklich dummes Zeug. Und was kann man hier jetzt so zusammenfassen? Das ist im Prinzip nur die Spitze des Eisbergs, also wir haben auf viele Sachen noch gar nicht so genau drauf geschaut und also, um das nochmal klarzustellen, wir haben die Sachen jetzt nicht wirklich auditiert, sondern wir haben wirklich eigentlich einfach nur miteinander geplaudert und halt jedes einzelne Projekt angeschaut, zum Beispiel C-Buyers, schauen wir jetzt da gerade, finden wir einen Bug, haben wir eine Stunde gesucht und einen gefunden. Und wir wollten halt einfach für jeden Schlagpunkt hier, den wir aufgezählt haben, ein entsprechendes Beispiel auch im Code haben. Das heißt, wir haben so aufgehört, sobald wir einen Punkt hatten und hatten dabei einfach ein bisschen Spaß. Also habt auch Spaß, sucht da auch nach Sachen und da ist einfach viel Code, der relativ schlechte Qualität hat. Das ist eigentlich schon ziemlich verrückt. Und es ist klar, dass nicht besonders viele Leute da drauf schauen. Was natürlich auch nervig ist, ist, dass relativ schnell in die NDA-Hölle kommt, also in die Verschwiegenheitserklärungshölle. Und gerade was, wenn es zum Beispiel in Richtung Qualcomm geht oder sowas, dann muss man im Prinzip seine Erstgeborenen opfern, um da dran zu kommen. Und also das ist schon ziemlich doof. Dann
ja, vielleicht was wir so als Ratschlag mitgeben möchten. Leute sollten grundsätzlich ihre Boot-Umgebungs-Images so klein wie möglich halten, Features ausschalten, die sie nicht brauchen. Also wenn ihr kein Netzwerk-Sec braucht, warum habt ihr es da drin? Das gleiche gilt für USB. Das erhöht alles nur die Angriffsfläche in eurem Produkt. Und was in den ganzen Embedded-Geräten, die auf denen überall Linux läuft, natürlich auch der Punkt ist, dass viele von denen mehr Treiber drin haben als unsere Desktops zu Hause. Das macht alles wirklich keinen Sinn. Also schmeißt auch da die Treiber raus, wenn ihr könnt. Ja, was kann man sonst noch so dagegen unternehmen? Also in vielen von diesen Umgebungen geht nicht immer alles, aber ja, was wir auch schon heute Morgen gesehen hatten, ja, also man kann da nicht ASLR oder sowas zur Anwendung bringen, aber es gibt einen Link zu einem GitHub-Repository, wo ein Intel-Angestellter viele Standard Mitigationen implementiert hat für Theano Core. Und auch hier sieht man wieder, dass Theano Core ziemlich weit vorne mit dabei ist, was an typischen Mitigations angewandt werden kann. Okay, jetzt noch ein Aufruf. Wir hoffen, das war inspirierend für ein paar von euch, wenn ihr das euch noch nie angeschaut habt und das nur immer so eine Blackbox war, die ihr, wo ihr euch nicht sicher wart. Und ja, baut ein paar von denen selber, spielt mit denen, habt Spaß. Und mit ohne die Mitigations, dann kann man mit einfachen Angriffen arbeiten. Aber es ist klar, dass viele Leute das alles reviewen müssen. Leute sollten anfangen, Schnittstellen zu fuzzen. Das, all das sollte mit grundlegendem Fuzzing gefunden werden. Und man kann einfach einen Teensy nehmen und so einen klassischen Descriptor verwenden. Und nimmt einfach ein Gerät und schaut, wie es kaputt geht. Aber das ist grund so ziemlich alles. Und gut, das war dann die deutsche Übersetzung vom Talk Boot to Root am 36. Chaos Communication Congress. Eure Übersetzer waren Problem, Friends und Kaste. Und wir freuen uns über Feedback, entweder per Mail an hello@c3lingo.org oder über Twitter mit dem Hashtag C3T. Und jetzt kommt noch das Q&A. Wurde die Grub, das Schnittstelle schon gefixt? Also ich glaube, das wurde noch nicht behoben. Und ja, das war einfach aus dem offiziellen Grub-Repository. Okay, stellt euch bitte an den Mikrofon an. Mikrofon 2. Wenn man jetzt einen sicheren Laptop machen möchte, dann nimmt man Coreboot, nimmt man einen statischen Kernel, das heißt, alles ist einkompiliert, keine Module, aber was ist mit der Angriffsfläche, wenn jemand versucht zu, den Bootvorgang zu unterbrechen, zum Beispiel für DMA-Zugriff, wenn man mit einem Broadcom-Netzwerk-Device interferiert, das eine spezielle Firmware hat, die den Traffic optimiert und da ein Buffer-Overflow kommt und das Problem mit dem Bus gibt. Also redest du jetzt über Angriffsfläche, die wir aus Gerätesicht haben können oder von Geräten bekommen? Und wenn man Coreboot oder Linux nimmt, dass man alles kompiliert, alles, was man haben möchte, ist in diesem Kernel und das bootet einfach. Und der Kernel ist im Coreboot und das heißt im Flash. Aber man kann Probleme bekommen, wenn einige Geräte einfach in den Speicher spucken. Das heißt, man kann DMA-Stuff bekommen. Ja, also das ist ein tatsächliches Problem und so eine der Sachen, wo man sagen muss, dass wenn man DMA so benutzt, wie es halt schon immer war, dann ist das halt eben genau diese Game-Over-Situation. Aber ja, wenn wir eben IOMMUs haben, was heute verfügbar ist, dann kann man eben die IOMMU auch nutzen und konfigurieren. Und das bedeutet, dass wenn dann ein Gerät kompromittiert ist,
dann kann das Gerät am Bus ja nicht mehr einfach alles übernehmen. Also ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Ist das das Maximum, was man tun kann gegen diese Attacken? Das zum Beispiel, wenn man einen sehr sicheren Laptop machen möchte, also einen, zum Beispiel einen gehärteten Laptop. Ja, also ich glaube schon, dass das eigentlich das Beste ist, was man so machen kann. Also ja, man kann halt nochmal schauen, was über den Bus kommt, aber ja, das ist so das, was mir einfällt. Ja, also man minimiert halt die Angriffsfläche so weit, wie es geht. Und ja, dann bleibt eigentlich nicht mehr so viel übrig. Das heißt, man braucht kein Code-Flashing, weil man alles im Flash hat? Das heißt, wenn man ein Coreboot im Linux-Kernel im Flash hat. Okay, wir bringen die Diskussion mal nach dem Talk weiter. Signal Angel. Was ist euer Lieblings-Disassembler, den ihr beim Reverse Engineering verwendet? Also wir reverse-engineeren den nicht, sondern kopieren das in Boot, sondern gucken uns einfach den Quellcode an. In diesem bestimmten Fall war das eigentlich alles ein Whitebox-Angriff. Also wir brauchten einfach keine Disassembler. Vielleicht ein bisschen GDB oder so. Generell, wenn wir Reverse-Engineering machen, dann benutzen wir eigentlich IDA. Wir haben ein bisschen mit Gitra rumgespielt. Sieht alles ganz vielversprechend aus, vor allem weil es Undo, also rückgängig machen, unterstützt. Aber ja, normalerweise IDA. Ich habe zwei Fragen. Was ist eure Meinung für die ARM Trusted Firmware Architektur? Ich muss damit arbeiten und ich bin ein bisschen schockiert. In meiner Meinung nach ist es ein bisschen zu kompliziert. Die zweite Frage ist, sollten wir die Bootroms hinterfragen? Was ich gesehen habe in einem speziellen Projekt, habe ich mir gedacht, dass das Bootrom sehr kaputt ist. Und die Frage ist dann, ist es wirklich notwendig, dass man die anderen Sachen angreift? Ja, also das sind wirklich gute Fragen. Klingt so, dass du zumindest... Also, was war nochmal deine erste Frage? Was denkt ihr über die ARM Trusted Firmware? Ja. Also, ich hatte damit schon ein paar Mal zu tun, aber ich darf da leider nicht drüber reden, weil ich auch wieder NDAs unterschrieben habe. Aber ja, also ich teile deine Meinung, dass da drin Sachen sind, die ja problematisch sind. Und ja, also was wir auch auf einer der Folien erwähnt hatten, war, dass wenn man in der Hardware schon einen Bug hat, dann braucht man eben Hardware-Revisionen, um das zu fixen, und das ist in der Regel relativ schlecht machbar für bestehende Deployments. So, und was man zum Beispiel dann machen kann, ist, dass man im Bootrom ein Feature hat, um den Bootrom selber zu patchen. Also, ja, irgendeine Möglichkeit, den Bootrom zu überschreiben. Aber, ja, also man kann dann immer noch nicht das reparieren, was in dem Bootrom selber ist, aber man kann halt die Menge an Code nochmal reduzieren, die nicht patchbar ist. Also, aber an irgendeiner Stelle muss es einen Punkt geben, der fest eingebrannt werden muss, der für das Gerät nicht mehr verändert werden kann. Ich fände es cool, wenn es da was Besseres gäbe, aber mir fällt da nichts Besseres ein. Ja, was ich dazu noch zu sagen hätte, wäre, dass das im Prinzip auch wieder mit dem zusammenhängt, was wir so über Reverse Engineering gesagt hatten. Also wenn Leute da anfangen, das zu Reverse Engineeren, dann passieren komische Sachen und oft geht viel mehr Hardware kaputt, als man eigentlich erwarten würde. Und aus meiner Sicht würde es einfach Sinn machen, da auf ein offeneres Entwicklungsmodell zu setzen, anstatt das in irgendwelchen dunklen Ecken zu verstecken. Also ich verstehe nicht, warum Leute da immer so geheimnistuerisch sind. Also, falls ihr den richtigen Kontext habt, wäre mein Wunsch, dass man die
schreibbare Chips hat, sodass ich sie selbst beschreiben kann und meinen eigenen Bootrom beschreiben kann, sodass ich eine Methode habe, um Sachen zu beweisen, um die Angriffsfläche zu minimieren. Na gut, und dann werden da halt zwei weitere ARM-Cores drauf sein, die wieder alles umgehen, was du gerade gemacht hast. Fragen aus dem Internet? Wisst ihr von guten oder freien Bootloader-Fuzzern? Nee, also da fällt mir jetzt nicht wirklich was ein. Wir haben ein paar Stellen erwähnt, bei ja, alles, was irgendwie um Dateien geht oder so, da kann man AFL benutzen, das ist irgendwie das, was heute alle benutzen. Ja, dann hatten wir diesen Netzwerk-Fuzzer erwähnt, Wi-Fi-Fuzzer und so weiter. Also ich denke, der beste Weg, um sowas zu machen, ist die interessanten Komponenten manuell raus zu extrahieren und dann einen Harness, also quasi einen manuellen Testtreiber da drum rumzubauen und dann den Fuzzer da drauf zu werfen, sodass man nicht immer den kompletten Bootprozess simulieren muss beim Fuzzing. Hallo. Könnte man solche Fehler vermeiden, indem man eine andere Programmiersprache nimmt, die sicherer ist? Zum Beispiel mehr Checks bei der Compile-Time, wie zum Beispiel Rust? Gibt es alternative Projekte, die andere Sprachen als C benutzen? Also ich glaube, du hast schon recht. Wir könnten vor allem die Speicherkorruptionsprobleme beheben, wenn wir zum Beispiel sowas wie Rust verwenden würden. Aber ja, also ja, es gibt zwar bei Rust auch immer mal wieder Probleme, aber das sind in der Regel ziemliche Randfälle, irgendwelche Bugs im Verify oder sowas. Also ja, hinsichtlich Speicherkorruption geht einiges oder alles weg, aber von der Architektur her, vom Software-Design her bleiben immer noch Probleme. Und da hatten wir auch viele Beispiele. Es gab zum Beispiel gestern ein Beispiel zu einer Go-Runtime, die auf einem ARM-Gerät läuft. Und ja, das ist tatsächlich ein Bereich, an dem gerade erst angefangen wird zu arbeiten. Das ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklungsrichtung. Aber derzeit sieht es mir immer noch ein bisschen zu früh aus, um zu sagen, um dann ja, ein definitives Urteil zu finden. Also hinsichtlich Speicherkorruption, ja, aber es gibt halt immer noch Logikfehler, Hardwarefehler und so weiter. Also das ist jetzt nicht die einzige Lösung. Es gibt aber einen Schritt in die richtige Richtung.